feierlich wie eine Kathedrale. Wer hier ankommt, soll spüren, dass er in einer Landeshauptstadt ist. Und wenn er aus der heiligen Bahnhofshalle heraustritt? Wer wie Veronika Kienzle, die Bezirksvorsteherin von Stuttgart-Mitte, vom Bahnhof in die Innenstadt will, der wird durch eine Hauptverkehrsstraße gestoppt. Wer so hier rüber geht, riskiert sein Leben. Es ist eigentlich eine Riesengrenze, vor der man da steht, vor einer Autoschneise, die unüberwindbar ist. Ursprünglich gab es einen Bahnhofsvorplatz, der außer einer Straßenbahnlinie ein aufgepflasterter großer Entree, ein großer Bereich war, den man ganz einfach nur durchschreiten konnte und den man auch als Platz wahrgenommen hat. Das belegen auch viele Fotografien, die man ja noch so aus der Vergangenheit kennt. Und es war natürlich im Zuge der autogerechten Stadt, hat man da diesen Cityring geplant und hat dann diesen Platz mit diesen Fahrspuren durchschnitten. Und im Moment sind es ja über 60.000 Autos, die hier pro Tag in beiden Richtungen vorbeibrausen. Stuttgarts erster Bahnhof, Mitte des 19. Jahrhunderts gebaut. Stuttgart 19 sozusagen. Der erste Stuttgarter Bahnhof wurde für die Schwäbische Eisenbahn schnell zu klein. Heute ist er ein Kino. Nach zwei Weltkriegen und zahlreichen Umbauten sind nur noch einige Rundbögen und ein paar Schnörkel übrig geblieben. Schnörkellos und viel, viel größer sollte der Bahnhof fürs 20. Jahrhundert werden. Das Königstor am Ende der Königsstraße um ein Vielfaches überragt, vom neuen Wahrzeichen Stuttgarts, dem Bahnhofsturm. Geometrische Formen, klassische Proportionen, funktional. Das erste moderne Gebäude Stuttgarts, eindrücklich in Szene gesetzt von einem großzügig angelegten Bahnhofsvorplatz. Der Architekt Paul Bonatz baute für die Ewigkeit. Doch auch Stuttgart 20 droht bereits die Abrissbirne. Der Enkel von Paul Bonatz bangt um das Werk des Großvaters. Wo es mir besonders wehtut, das ist an dem Bahnhof. Sie kennen die Situation, Nordausgang des Bahnhofs. Diese symmetrische Anordnung, Reichsbahnhotel oder Eisenbahnhotel. Und dazwischen, also mit den vorspringenden Flügeln, dazwischen dieser Giebel, eine eindeutig symmetrische Anordnung und Anlage. Der soll jetzt, es ist so, wie wenn einem Menschen der Arm mitsamt der Schulter amputiert würde. Ja. Noch wagt niemand, sich am Bahnhofsturm zu vergreifen. Aber drumherum ist von dem einstigen großzügigen Platz auch jetzt schon nicht mehr viel zu sehen. Trepp auf, Trepp ab. Wer nach Stuttgart will, muss erst mal unter die Erde. Für Rollstuhlfahrer eine Minirampe. Fahrradfahren eigentlich verboten. Kaum breit genug für einen Koffer. Auch bei Frauen nicht gerade beliebt, derartige Passagen. Und schon gar nicht bei Dunkelheit. Die Grundplanung dieses sah ja völlig anders aus, als der Bahnhof erbaut wurde. Es ist dann im Zuge der Umbaumaßnahmen, auch dieser sechsspurigen Schillerstraße, sind dann Restflächen eigentlich entstanden, die man dann versucht hat, auf verschiedenen Ebenen zu gestalten und vielleicht auch zu einem platzartigen Zustand zu führen. Aber dass es nicht ganz funktioniert, das zeigt sich eigentlich an dieser Stelle sehr deutlich. Der Hindenburgbau vis-à-vis vom Bahnhof. Auch er aus den 20ern mit elegantem Flachdach, charakteristischen Rundbögen. Wie eine Visitenkarte der Moderne. Mit Planetarium und Edelrestaurants. Benannt nach Reichspräsident Hindenburg, hier bei der Abnahme einer Reichswehrparade auf dem Bahnhofsplatz. Der Bau heißt seltsamerweise bis heute so, obwohl Hindenburg später Hitler zum Reichskanzler machte. Doch bis dahin erlebte Stuttgart im Hindenburgbau für kurze Zeit so etwas wie goldene 20er Jahre.
Gerhard Käser kennt den Hindenburg-Bau von Kindesbeinen an. Wo heute Elektronikmärkte Schnäppchen anpreisen, hatten seine Vorfahren eine in Süddeutschland einzigartige Erlebnisgastronomie eingerichtet. Herzstück, das legendäre Konzertcafé. Alles im Stil der 20er Jahre. Von der Deckenlampe bis zum Kaffeehausstuhl. Alles elegant, leicht unterkühlt. Alles vom Feinsten. Mahagoni, französischer Nussbaum, deutsche Eiche gebeizt. Und jeden Tag Musik. Wenn man etwas Besonderes erleben wollte, dann ist man ausgegangen. Und dann ist man eben auch ausgegangen in den Hindenburg-Bau und sein Konzertcafé, wo immerhin 800 Sitzplätze gewesen sind, auf 3 Stockwerken. Da ging man zum Vergnügen und natürlich auch schon am Nachmittag. Und da war das Café brechend voll. Manchmal haben wir ja eine Kleinstgebühr genommen, nämlich 20 Pfennig. Aber das war entscheidend zwischen der einen Klasse und der anderen Klasse. Es kamen dann diejenigen, die sich das eben leisten konnten. Und die damaligen Kapellen waren ja so zwischen 12, 15, 18 Mann oder Frau, je nachdem. Und Frau war natürlich noch eine ganz besondere Attraktion. Und damals sprach man nicht vom Jazz, sondern man sprach vom Jazz. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten sind die goldenen 20er schlagartig vorbei. Hitler nutzt den Stuttgarter Bahnhofsplatz als Aufmarschgebiet. Hakenkreuze auch auf dem Hindenburgbau. Drinnen swingen nicht mehr die Blue Jazz Ladies, jetzt bläst eine Stahlhelmkapelle den Zuhörern den Marsch. Den klassischen Jazz, den haben sie verboten. Ist denkbar, aber gerne gehört haben es alle. Auch die, die es verboten haben. Die ersten Luftangriffe auf Stuttgart. Das Ziel? Industriebetriebe wie Bosch oder Daimler. Die Bahnhofsgegend ganz allgemein. Mein Onkel Karl Greiner, der hat zu meinen Eltern gesagt, ihr könnt da unten in dem Hindenburgbau jetzt nicht bleiben. Wenn Bomben fallen, dann seid ihr mit dabei. Und dann haben wir da oben in der Bobsterwaldstraße gewohnt. Aber wir haben von der Bobsterwaldstraße hier unten in den Hindenburgbau ein Haustelefon gehabt. Und in der Nacht vom 7. auf 8. Oktober 1943 hatte ich nach unten telefoniert. Und auf einmal hörte ich durch das Telefon Bomben fallen. Und die kamen von der Heilbronner Straße systematisch dem Hindenburgbau näher. Und auf einmal war dann ein fürchterlicher Knall. Und da fiel eine Luftmine an das Eck, da wo heute der Krebsstand steht. Und am anderen Tag war ich dann im hier auch vor dem Planetarium. Und da waren die Toten aufgebahrt, was natürlich eine Sache war. Ich war damals 13 Jahre alt, schon einen tief beeindruckt hat. Am Ende der Nazi-Zeit liegt die Stuttgarter Innenstadt in Trümmern. Der Bahnhofsturm steht seltsamerweise noch, wenn auch ausgebrannt. Bombenkrater, leere Fensterhöhlen, eingestürzte Bahnhofshallen. Heute kaum vorstellbare Zerstörungen. Und dann kommt der Hunger. Der Bahnhofsplatz wird umgepflügt mit einem Ackergaul. Ein Stuttgarter Rössle heute, die jüngste Marketingaktion auf dem Bahnhofsplatz. Irgendwie hineingestellt zwischen Fahrradständern, immergrün im Betonkübel, einer Luftmessstation und Werbetafeln. Dieser Platz ist übermöbliert. Dieser Platz ist vollgestellt in jeder Ecke und jedem Winkel und der ist völlig unabgestimmt auch mit aufeinander mit dem, was hier aufgestellt wurde. Das ist im Moment kein Platz. Das ist eigentlich ein Fußgängerbereich, der noch Restflächen bietet. Ich denke,
12:30 Uhr. 4:30 Uhr. Ein Bahnhofsplatz ohne Taxis? 6501. Undenkbar. Nur Taxi kommt dann gleich. Danke auch. Heute gibt es in Stuttgart rund 3000 Taxifahrer. In den 50er Jahren, als Rosemarie Müller in der Taxizentrale am Bahnhof anfing, waren es nur wenige. Sie kannte sie alle mit Spitznamen. Die Taxizentrale. Eine Bretterbude mitten auf dem Platz. Die Taxen säuberlich aufgereiht im Halbkreis. Mit eigener Tankstelle. Tag und Nacht geöffnet. Das war toll. Das war eigentlich, was heute der Computertisch ist, war ein ganz simpler Küchentisch. Und da drauf war so eine Stöpselanlage von einem Hotel, Ende 50er Jahre. Da war das auch schon modern. Und da war halt in Stuttgart 150 Taxen. Ja. Und das Ganze einfach ein bisschen einfacher, wie die Leute. Es war bestimmt so aufregend wie heute. Bloß die Leute brauchen die Stadtkenntnis nicht mehr so haben, die müssen halt Computer beherrschen. Stuttgart Süd, ja. Die Zentrale ist längst nicht mehr am Bahnhof, sondern in einer Nebenstraße. Von dort aus werden per Satellitennavigation nicht nur die Stuttgarter Taxis dirigiert, sondern auch die von Augsburg. Hat das Telefon nicht die ganze Zeit geläutet, aber man hat feste Kunden gehabt. Meistens hat man die schon an der Stimme kennt, ja. Und die Kunden waren zu der Zeit auch so verwöhnt, dass wenn die gesagt haben, den Namen und vielleicht die Straße, dann hast du die Hausnummer dazu gesagt. Ja. Da hast du gewusst, wenn der morgens anruft, ist er daheim. Mittags ruft er vom Büro aus an, dann fährt er wieder heim zum Essen, dann wieder von daheim ins Büro und wieder zurück. Das gab's damals. Ich komme ja ganz selten nach, aber ich denke mir, wenn ich heute Nordausgang höre, ja, dann stelle ich mir immer noch das Häusle vor. Ja.